Irgendetwas stimmt hier nicht. Seid bereit. Irgendetwas an diesen Wachen erscheint mir seltsam. Hauptmann der Wache, euch wird hiermit befohlen, eine Truppe eurer loyalsten Männer auszusenden, um den Außenposten von Kasim zu sichern. Die Kontrolle über die Stadt hängt am seidenen Faden. Das Fußvolk wird unruhig und es ist von größter Notwendigkeit, es unter Kontrolle zu bringen. Bleibt wachsam. Es ist möglich, dass sich bereits ein Eindringling hinter unseren Grenzen befindet, der Ärger machen will. Wir sind hier sicher, seit die kaiserliche Wache gekommen ist. Wenn ihr einen Ort braucht, um euer Lager aufzuschlagen, bis die Tore wieder geöffnet werden, ist Platz in unseren Kellern. Dort seid ihr sicher vor der Wüstenhitze. Die kaiserliche Wache wird uns schützen. Öffnet das Tor. Ihr seid wohl von Sinn. Aber wenn ihr euch unbedingt kopfüber in den Tod stürzen wollt, dann sprecht mit Hauptmann David im Kommandoposten. Er hat den Schlüssel zum Tor. Da bist du. Mir als Opfer dargebracht. Ein Geschenk von Meister Belial. Oder er will euch scheitern sehen. Nein! Er würde mich niemals verraten! Erschlagt ihn! Ihr werdet es nie lernen. Keine Sekunde zu früh! Sie hatten vor, uns Belial zu opfern! Eisenwölfe! Erobert die Stadt zurück! Magda nach Alkanus gegangen. Ja, wir haben Gerüchte von einem fürchterlichen Blutbad dort gehört. Dann werde ich mich unverzüglich auf den Weg machen. Ich frage mich, was mit meinem Sohn passiert ist. Die Dämonen hatten sich als Mitglieder der kaiserlichen Wache getarnt. Sie haben unsere Gedanken kontrolliert. Sie ausgesaugt, um ihre Illusionen aufrechtzuerhalten. Die kaiserliche Wache ist von Dämonen infiltriert worden? Oder sind sie vielleicht alle Dämonen? Es kann nicht mehr weit sein. Euer Grab ruft nach euch.
Ist eurer überdrüssig. Diese Hitze ist einfach nicht zu ertragen. Die Welt ist eurer überdrüssig.
Das Böse von Mephisto, dem Herrn des Hasses, war so durchdringend, dass seine dämonische Essenz, selbst nachdem er besiegt und in einem Seelenstein gefangen war, nach Travinsal durchsickerte und die Zakharum-Priester korrumpierte. Obwohl er denselben Helden zum Opfer fiel, die seine Brüder töteten, graut mir vor den Folgen, sollte er je zurückkehren. Dieser Anblick gefällt mir gar nicht. Ich kann euch nicht genug danken. Macht euch um uns keine Sorgen. Lauft! Was haben diese Monster getan?
Den Göttern sei Dank. Zu welchem Zweck wurden diese Menschen gefangen gehalten? Endlich! Macht euch um uns keine Sorgen. Lauft! Bedauerlicherweise wurde mir von deinem kläglichen Versagen berichtet, die Feinde am Außenposten von Kasim aufzuhalten. Aber wenigstens ist die feindliche Spionin gefunden worden. Wenn wir sie und ihre Verbündeten erst ausgeschaltet haben, wird sich diese widerwärtige kleine Welt mir unterwerfen. Und vielleicht auch dir. Wenn du überlebst.
der Augenblick eures Todes rückt näher. Unwichtig. Während du mich gejagt hast, hat Belials kaiserliche Wache deine kleine Hexe Lea gefangen. Bald wird ihre Macht ihm gehören. Dem dunklen Zirkel beitrat, war er schwach und untätig. Für die Anführer war es in Ordnung, nichts zu tun, während die großen Übel in Gefangenschaft waren. Ich überredete eine andere Hexe dazu, mir zu helfen und sie zu vergiften. Und gemeinsam übernahmen wir die Kontrolle. Sie verließ zwar den Zirkel nach einigen Jahren, doch ich machte weiter und führte ihn unter Lord Belial wieder zu neuer Größe. Wart ihr schon einmal hier? Ich bin in meinen jüngeren Jahren selten weiter als ich fest angekommen bin. Nachdem der Orden mich aufgenommen hat, gab es kaum Gründe zu reisen. Ich kehre in die Stadt zurück. Kaldeum ist noch immer in Gefahr. Bevor sie starb, hat Magda verraten, dass Belials Verrat noch tiefer reicht, als wir dachten. Exzellente Wahl. Genau richtig. Das wird helfen. Gute Idee.
Danke. Gut. Das wird mir helfen. Hey, verehrter Herr, ich habe ein paar neue Waren. Ihr solltet sie euch mal ansehen. Es sind keine Wachen in der Nähe, oder? Gut. Wie habt ihr eure Frau kennengelernt? Um ehrlich zu sein, es ist eine spannende Geschichte. Wir haben uns in einer Stadt nicht weit von hier kennengelernt. In den Außenbezirken von Kurast. Sie war, das werdet ihr jetzt nicht glauben, sie war in einen Käfig gesperrt. Eure Frau war eine Verbrecherin? Nein, sie wollten sie als Hexe verbrennen. Aber das gilt hier als Verbrechen, oder etwa nicht? Lasst uns ein andermal darüber sprechen. Der Prophet alles vorausgesehen? Nun, ich habe zum Beispiel nicht erwartet, dass ihr in Gesellschaft eines Seraphs sein würdet. Tyrael. Ich wusste vom ersten Augenblick an, was er war. Aber es macht mich recht nervös, in seiner Nähe zu sein. Er ist unser Verbündeter. Das haben wir nicht verdient. Tyrael hat alles, was er kannte, geopfert, um uns zu helfen. Ich hoffe, dass es das wert war. Ihr und euer Bruder seid unterschiedliche Wege gegangen. Wir sind uns nicht sehr ähnlich, ehrlich gesagt. Er war immer verlässlich und praktisch veranlagt. In anderen Worten, ein absoluter Langweiler. Und ihr habt euch einem unehrlichen Leben verschrieben.
Unsinn. Ich habe mich nur ein wenig mit der Diebesgilde amüsiert. Nichts Ernstes. Und euer Bruder hatte damit ein Problem. Das war vielleicht ein wenig ernster, ja. Seht ihr diese Rüstung? Kein Wunder, dass ihr die Kultisten habt. Ich habe Magda getötet. Bevor sie starb, behauptete sie, dass Belial die kaiserliche Wache benutzt hat, um Lea gefangen zu nehmen. Dann müssen sie den Kaiser gegen seinen Willen festhalten. Ich erschauere, wenn ich daran denke, was Belial mit Lea und ihrer wachsenden Macht anstellen könnte. Unsere einzige Chance, Lea zu retten, ist es, den Kaiser, den Klauen der kaiserlichen Wache, zu entreißen. Wir müssen einen Weg in die Stadt finden. Ashara könnte uns dabei helfen. Könnt ihr euch an die Zeit erinnern, als ihr ein Engel wart? Nicht nur irgendein Engel. Ich war der Erzengel der Gerechtigkeit. Mein Fall hat die rachsüchtigen Toten auferstehen lassen, die während Diablos Schreckensherrschaft ungerechterweise getötet worden sind. Ich konnte nichts dagegen tun. Als meine Macht meinen Körper verließ, hatte ich keinerlei Kontrolle über sie. Kaldeum ist die größte Stadt der Welt, der Herrschaftssitz des Kaiserreichs von Kejistan. So sagt man. Seine Bibliotheken quellen über vor verschlüsselten Folianten voller arkanem Wissen. Und unter den Straßen verbergen sich labyrinthartige Tunnelsysteme. Es ist eine Stadt der Wunder und der Geheimnisse. Ich weiß nicht, wie diese Flüchtlinge durchhalten. Ihre Situation ist düster und es scheint nur wenig Hoffnung für sie zu geben. Wie finden sie die Kraft, weiterzuleben? In ihren Herzen wohnt der Wille zum Überleben. Der menschliche Geist erstaunt mich immer wieder. Ich kann Belial in der Luft spüren. Ich sehe seinen Schatten hinter heimgesuchten Augen, höre, wie seine Stimme Lügen in den Wind flüstert. Er braucht keine Armee, in diese Stadt zu führen. Sie gehört ihm bereits. Hier draußen herrschen erbärmliche Zustände. Den Leuten muss geholfen werden.
Stadt vor. Ashara, der Kaiser ist in Gefahr. Ich muss mit ihm sprechen. Ich habe von euren Taten am Außenposten von Kasim und in Alkarnus gehört. Mein Dank gehört euch und ich werde euch helfen. Hauptmann Rava, dieser Mann hat äußerst wichtige Informationen bezüglich des Massakers in den Grenzgebieten. Wir müssen unbedingt den Kaiser sprechen. Na schön, aber ich glaube nicht, dass er dafür empfänglich sein wird. Lasst sie passieren. So könnt ihr mich doch nicht behandeln wie... Gehen wir. Ich führe euch zum Palast. Wie kühn von euch, um eine Audienz bei mir zu bitten. Meine Wachen berichten mir, dass ihr für das Massaker an den unschuldigen Bürgern von Alkarnus verantwortlich seid. Eure Wachen haben euch belogen. Wenn ihr unschuldig seid, warum schleicht dann einer eurer Spione in der Kanalisation herum? Bringt sie herein! Lasst mich los! Ich verabscheue Gewalt. Wachen, ich überlasse dieses Problem euch. Ihr seid ganz schön optimistisch. Rückendeckung. Danke. Jetzt müssen wir in die Kanalisation gelangen. Ich werde alles erklären, wenn wir angekommen sind. Geschwitzt. Diese Dämonen versperren uns den Weg. Wir müssen das Konstrukt, das sie beschwört, zerstören. In die Kanalisation. Ja.
verlassen. Wahnsinn liegt in der Luft. Und Angst. Wenn es so viele Flüchtlinge an einem Ort gibt, können Menschen oft nicht anders, als sich wie Tiere zu verhalten. Ich habe meine Mutter Adria gefunden. Sie lebt. Aber die kaiserliche Wache hält sie irgendwo hier unten gefangen. Wir müssen zu ihr vordringen.